Grüß euch, meine lieben Pokéfans da draußen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Let's Play Pokémon Schwarze Edition 2. In der letzten Folge hatten wir Dowsing erreicht und Lauro begegnet. Nun sind wir jetzt im Dowsinghof und hatten auch Smash besiegt. Jetzt sind wir auf der Suche nach einem Terrybark, das mitten im Dowsinghof verlaufen gegangen ist. Nun geht es jetzt weiter. Mal sehen, was uns hier nördlicher befindet. Und Smash geht auch natürlich mit. Terrybark! Ob es noch weiter weggelaufen ist? Auf geht's! Der Hof ist echt riesig. Ja. Es sind noch mehr Trainer hier. Oh, ein neues Gesicht. Lass uns gleich mal kämpfen. Hausmeister Cameron. Ich weiß nicht, was macht er denn mit einem Wischmopp mitten in der Öffentlichkeit, obwohl es nur Wiese gibt. Keine Ahnung. Also ein Schlückchen Pepsi genommen. So, Kratzer. Ich weiß nicht, ob ich wahrscheinlich doch in der nächsten Woche dann wahrscheinlich meinen Uploadplan ändern werde. Ich glaube, am Sonntag werde ich dann mal nachdenken, also über das Wochenende werde ich dann nachdenken, ob ich meinen Uploadplan ändern muss. Weil in letzter Zeit ist der Uploadplan jetzt irgendwie unverständlich. Also manche gucken jetzt 13 Uhr an, manche gucken jetzt halt eben nicht an, ich weiß. Liegt wahrscheinlich nur an den Uploadplan oder es liegt wahrscheinlich daran, dass das Projekt irgendwie langweilig ist. Ich weiß es nicht, aber ich ziehe trotzdem ein Let's Play durch, obwohl es für viele Leute jetzt eher uninteressant ist. Flexibilität hat keine Wirkung. Oh, das ist ja super. Dann habe ich das beste Feliu gefangen. Es kann keine Statuswerte bekommen. Also keine Statusveränderungen, also mit Paralyse, Schlaf und Verbrennung und Gift. Finde ich super. Der Attack auf Zuschuss hilft auch sehr viel. Aber leider nicht so viel, wie ich es aber gehofft hätte. Grasflöte. Ich meine, was Wunderbares. Da fällt mir ein, ich habe hier etwas Tolles für dich. Ja, danke für die Parahelle, das habe ich jetzt gerne gebraucht. Lol. Pokémon verschwinden doch einfach nicht von allein. Im schlimmsten Fall ist ihm was passiert. Ich habe das Gefühl auch, dass irgendwas passiert ist mit dem Terrybark. Aber jetzt lass uns mal nachschauen, was hier abgeht. Okay, da geht's wieder zurück. Wo geht's nochmal hin? Ich glaube, ich muss jetzt dort lang. Ja, da war noch ein Weg nach links. Nach rechts und ich bin gerade raus runtergegangen. Ich Idiot. Oh ja, Dusselgur. Das war ein sehr gutes Pokémon in meinem Team. Ich weiß, ich habe einen Faser Snob gehabt. So, jetzt haben wir Dusselgur in unserem Team. So, Dusselgur ist in unserem Team. Ich glaube, da werden wir jetzt einmal einen Spitznamen reinpacken. Wer wird das jetzt sein? Nehme ich jetzt einen Fan-Nate-Sachen, weil ich habe jetzt keine weiteren YouTuber als Frage hier.
Birdo. Birdo von Mario natürlich. Birdo. Ah, da geht's tatsächlich rüber. Ich habe jetzt schon fast leicht die Orientierung verloren, aber es war jetzt ziemlich einfach jetzt zu finden. Ich glaube, das ist den ersten Orden, wenn wir wahrscheinlich wieder zurückgehen. Alter, wie viele Pokémon gibt's noch? So krasse. Jetzt gibt's schon Azurill. Obwohl es im Sprite total traurig aussieht. Lol. Du hast ganz schön Pech, dass du bei einem starken Trainer wie mir begegnet bist. Da muss ich dich leider enttäuschen, mein Freund. Ich bin Level 10. Mit meinem Otaro. Mal sehen, wie stark du bist. Level 6. Also mit einem sehr starken Trainer bist du jetzt eher nicht. Aquaknarre, komm. Aber ich glaube, ich werde dann bald mein Team dann wieder trainieren müssen, weil ich habe das Gefühl, dass dann die erste Arena dann gleich am Anfang der Stadt, Anfang des Spiels sein wird. Also die Anfangsstadt. Das weiß ich jetzt nur. Wolke 7. Die unbedingten Effekte wurden aufgehoben. Ob ich dann wahrscheinlich noch einen Mod machen, spielen werde, wie zum Beispiel so, Pokémon Blaze Black 2 oder Blaze Black 1, weiß ich jetzt noch nicht. Ob ich die Platin noch machen werde, ist auch noch geplant. Ich wollte sowieso jetzt dieselbe Story ist, nur ein bisschen stärkere Trainer und so weiter. Das war auch ziemlich herausfordernd. Nassmacher. Ja, ziemlich easy. Jaul! Hast du es gern gehört? Ich sehe hier nach, du suchst dort drüben. Oh oh, das scheint wohl jetzt eher ein Bösewicht zu sein, Leute. Tatsächlich ist es in Probleme geraten. Dieses Gejaul. Endlich haben wir dich gefunden. Ein Glück. Sag dem Besitzer Bescheid. Ich sag dem Besitzer Bescheid. Bleib du bei ihm. Mist, du störst. Ich gehöre zu Team Plasma. Wir bringen selbst heulende Kinder zum Verstummen. Hast du schon von uns gehört? Ja, habe ich natürlich gehört. Ja, sehr selbst. Genau, wir sind eine aufrechte Organisation, die vor 2 Jahren die Herrschaft über Einhall übernehmen wollte, um alle Pokémon zu befreien. Wie dem auch sei, Dummköpfe wie du werden uns niemals verstehen. Aber davon mal abgesehen, ich bin diesem Terrypark gefolgt und habe mich hier total verlaufen. Und dann findet mich ausgerechnet ein Knirps. Das ist alles deine Schuld, nimm das! Frustration hat er mir geworfen. Lol. Danke für die TM. Brauchst du das nicht, du Affe? Okay, ich werde diese Gelegenheit für einen Rückzug nutzen. Waff. Oh, sorry, Bug. Was ist denn hier nun passiert, dass du ganz allein hierher gelaufen bist? Jedenfalls bin ich euch beiden sehr dankbar für eure Hilfe. Du bist ja ganz schön unbekümmert. Dein Pokémon hätte für immer verloren sein können. Pass gefälligst besser darauf auf. Was ist ihm denn zugestoßen, dass er so sich aufregt? Wenn ein Pokémon verschwindet. Komm, Terrypark, die anderen warten auf uns. Lass uns nach Hause gehen. Tja, und wir gehen jetzt auch wieder zurück zu Lauro. Und Team Plasma wird uns wahrscheinlich jetzt noch wieder mal in die Quere stehen.
Yep. Sitzer, vielen Dank, ich hab dir und dein Team zu verdanken. Ihr seid echt toll. Kann es sein, dass Lauro euch trainiert hat? Nicht wirklich. Er hat jetzt noch nicht uns, mit uns noch nicht trainiert. So, wir gehen jetzt mal wieder zurück zur Route 20. Zu Dowsing. Und da ist jetzt Lauro. So wie es aussieht, könntest du deinem Freund die Karte überreichen. Du und dein Pokémon, ihr wart nur eine Weile weg, dennoch seid ihr gewachsen. Alles klar, vergessen wir das Training. Ich will, dass ihr mir zur Hand geht. Okay, wir müssen dann also wieder hier reingehen. Na gut, dann lass uns jetzt schnell unsere Pokémon heilen. Weil uns leider ein paar Trainer richtig zu schaffen gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ich noch am Sonntag noch überlegen werde, was für Let's Plays noch kommen werden. Oder ob ich jetzt den Upload-Plan jetzt ändern werde, von statt 13 Uhr auf 16 Uhr und 20 Uhr. Oder ich werde halt einfach so belassen, wie es ist. Also ihr entscheidet selbst. Soll ich weiterhin Let's Plays machen zwischen 13 und 19 Uhr oder 16 und 20 Uhr? Lasst es euch in die Kommentare mal wissen. Und Lauro, mit diesem Trainer sollen wir trainieren? Echt jetzt? Das sieht aber ziemlich stark aus. Das stimmt, dieser Trainer ist sehr stark, aber man kann auch aus Niederlagen viel lernen. Wie die wichtigste Lektion ist, dass man bei Pokémon vor allem Spaß haben muss. Also Red, bitte tritt gegen die Leute beiden an. Ich zeige dir jetzt, wie cool mein Pokémon ist. Also der ist jetzt nun also der Sensei für die ganzen Trainer hier. Interessant. Und ich frage mich nur selbst, wer hat denn jetzt den Champion-Titel genommen? Ah, ich weiß es selbst, aber ich lasse euch nicht spoilern, Leute. Für die Leute, die jetzt neulich die fünfte Generation jetzt schon sehen. Die Leute, die jetzt noch nicht die alten Generationen geguckt haben. So, Windstoß. Das war ein echt großartiger Kampf. Ihr könnt beide stolz auf euch sein. So weiter im Text. Jawohl! Aber ich erlaube mir zunächst einmal, dein Team auch zu wischen, Red. Danke. Bei einem Pokémon-Kampf sind die Wechselwirkungen zwischen den Typen ein entscheidender Faktor. Ja, das stimmt. Wo du recht hast, hast du recht. So. Dann lass uns jetzt anfangen mit Wegimark. Also ich werde jetzt deshalb nicht Otaro einsetzen. Dennoch wechsle ich jetzt zu den drei Pokémon, die ich jetzt noch habe in meinem Team. Das machen wir jetzt nicht so besonders. So, und Gitter ist jetzt besiegt. Was? Obwohl ich... Der Typ meines Pokémon im Vorteil ist, habe ich verloren? Naja, ich habe den Vorteil gehabt, weil ich Birdo hatte. Also, das war mal ein wirklich erquickender Kampf. Ein erquickender Kampf? Ach, scheiße, das war jetzt nicht die Schülerin, das war jetzt er. Oh, scheiße. Man konnte richtig sehen, wie viel Spaß alle beteiligten Pokémon dabei hatten. Was sagst du, Red?
Die Typen der Pokémon sind ein wichtiger Faktor beim Pokémon-Kampf, nicht wahr? Wasser ist stark gegen Feuer, Feuer ist stark gegen Pflanze und Pflanze ist stark gegen Wasser. Aber die Verwechselwirkungen der einzelnen Typen untereinander sind im Kampf natürlich nicht alles. Vergiss das nicht. Aber jetzt kommt überhaupt erst das Tollste. Stimmt der Typ der eine Attacke mit dem Anwenders überein, erhöht sich dabei die Stärke des Angriffs. Dann wollen wir mal ein tapferes Pokémon-Team wieder aufpäppeln. Feliu, du hast deinem Trainer Red wirklich alles gegeben. Pokémon und Menschen zu treffen, die man sonst nie getroffen hätte. Das ist einer der Verzüge einer Reise. Na gut, damit sind wir schon jetzt durch. Ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ich habe hier etwas für dich. Keine Widerrede, nimm einfach. Medaillenbox. Das ist eine Medaillenbox und ich bin Dr. Matt Allier. Du hast zufälligerweise schon mal von der sogenannten Medaillenjagd gehört? Nein. Ach, selbst wenn, ich erkläre dir trotzdem, was es damit auf sich hat. Bei der Medaillenjagd werden deine Fortschritte als Trainer vom Medaillenamt bewertet. Hier hast du gleich ein paar Medaillen, sozusagen als Willkommensgeschenk. Red erhält die Medaille die ersten Schritte. Diese Tippmedaillen werden dir bei der Medaillenjagd eine große Hilfe sein. Red erhält 6 Tippmedaillen. Noch eine Information am Rande. Wenn du die Voraussetzungen für eine Medaille erfüllt hast, kannst du dir diese bei mir im Pokémon Center abholen. Nimm zunächst am besten erstmal deine Medaillenbox zur Hand und schau, was so alles drin befindet. So. Red, man hat mir mitgeteilt, dass der Leiter der neuen Pokémon-Arena von Aventura City endlich eingetroffen ist. Schau doch mal dort vorbei und überzeuge dich davon, wie stark du geworden bist. Danke, Lauro, für diese Info. So, wir gehen jetzt mal kurz mal die Box mal anschauen. Ich sehe das ja noch so natürlich nicht. Ich werde jetzt natürlich jetzt einblenden. Moment. So, da seht ihr natürlich hier schon. Ich habe ein bisschen jetzt den Bild ein bisschen kleiner gemacht, damit es nicht so zentriert aussieht. Obwohl, ja, das sieht schon ein bisschen viel besser aus. Da liegt eine Anleitung in der Medaillenbox. Funktionen bei der Medaillenbox. Bewege den Cursor auf eine beliebige Medaille und drücke den A-Knopf oder berühre das Kästchen rechts daneben, um sie als Medaillen einzustellen. Über die Kommunikationsfunktion kannst du deine stolze Medaille auch anderen Spielern zeigen. Drücke Start, um Änderungen an der Medaillenanzeige vorzunehmen. Halte alle Teilnehmer an der Medaillenjagd das Symbol für das Potenzial, das in ihnen steckt. Okay. Aber es wird natürlich nur in Online gemacht, glaube ich. Es gibt 7 Stück davon. Okay. Dann werden wir jetzt wieder mal abblenden hier mal. So. Damit haben wir jetzt mal den einen oberen Top-Bildschirm jetzt mal bei der Aufnahme. So. Dann lass uns jetzt anlegen. Mal sehen, was uns jetzt erwartet. In Aventura City, also Aventura City, wo unsere Heimat steht und der Arenaleiter, der auf uns erwartet. Da ist Laura wieder mal. Entschuldige bitte, ich habe vergessen, eine wichtige Sache zu erwähnen. Nimm zunächst einmal das hier für dich. Eine Sinelbeere. Ich habe dir gerade ein paar sogenannte Sinelbeeren gegeben. Gib sie deinen Pokémon zu essen und regeneriere so ihre KP. Aber du kannst deine Pokémon die Beeren auch tragen lassen. Dann essen sie selbstständig eine Beere, wenn sie im Kampf Schaden erlitten haben, so ein paar KP zu regenerieren. Nun gut, vorhin habe ich dich ja angewiesen, den Arenaleiter von der Aventura City herauszufordern. Aber das ist ein sehr starker Trainer.
Doch verzage nicht, wenn du dir nur bewusst machst, wo die Stärken deiner Pokémon liegen und was du als Trainer zu tun hast, dann ist der Sieg so gut wie dein. Und dann misst du dich mit immer stärkeren Trainern. Ja, genau. Fordere die Arenaleiter aller Städte heraus. Arbeite mit deinem Pokémon zusammen und wachse als Trainer daran. Je stärker ihr werdet, desto weiter wird euer Horizont. Ja. Das werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Part machen. Ich glaube, ich werde dann natürlich auch offscreen trainieren müssen. Weil ich habe das Gefühl, dass dann der Arenaleiter kein Zuckerschlecken sein wird. Aber es wird wahrscheinlich ein bekanntes Gesicht sein. Den wir schon wahrscheinlich im ersten Teil des Spiels kennen. Ihr wisst schon, was ich damit meine. Da bist du ja endlich. Du lässt nichts anbrennen, was? Hier hast du eine neue Medaille. Fundsachensucher. Versuche nun die Zahl deiner Medaillen auf 50 zu erhöhen. Häng dich rein. So. Ich glaube, ich muss dann wirklich alle von diesen Medaillensucher hier finden. Gibt es natürlich in jedem Pokémon Center. Aber mal sehen, ob ich das 100% machen werde. Ob das machbar ist, by the way. So. So, wir können jetzt noch ein bisschen trainieren, weil es ja eh noch ein bisschen Zeit ist. Also, ich werde noch 2 bis 3 Minuten noch aufnehmen noch und dann beende ich dann diese Folge. Ratzfatz. So, komm. So, dann mal schnell vorspulen. So, bis Level 13 darf ich noch trainieren. Feliu, aber es wird ewige Zeit dauern. Naja. Wird ein bisschen noch dauern, aber naja. Ich hoffe, dass wir doch jetzt mit Level 10, Level 11 hoffentlich noch schaffen können. Weil ich habe das Gefühl, wie gesagt, der Arenaleiter kein Zuckerschlecken sein wird, aber lasst uns mal überraschen. So. Bevor wir den Part beenden, dann wir noch schnell unsere Tränke jetzt mal auffüllen. Wir brauchen jetzt so 5 Stück sicher oder 6 Stück. 10 Stück wäre besser. Ja, 10 Stück nehmen wir mal mit. Nein, ich möchte nicht jetzt kaufen. Der hat wahrscheinlich nur Briefe parat oder sowas. Luxusbälle. Nee, Briefe tatsächlich. Na gut. Dann beende ich nun diese Folge, Leute, für heute. Also hier vor der Arena. Also wir werden dann in der nächsten Folge dann den Arenaleiter herausfordern, unseren ersten Orden im nächsten Part hoffentlich ergattern. Also, falls euch dieser Part gefallen hat, dann lasst ein Daumen nach oben da. Und falls ihr nichts verpassen wollt und euch mein Content gefällt, bitte abonnieren und die Glocke aktivieren, denn damit der Kanal auch gut wachsen kann. Und ihr mehr nichts verpassen werdet, denn die Let's Plays kommen zwischen 13 und 19 Uhr, wie immer. Aber falls sich mein Upload-Plan ändern muss oder soll, zwischen 16 oder 20 Uhr, ihr entscheidet das natürlich in die Kommentare. Ansonsten bleibt es halt so, wie es ist, zwischen 13 und 19 Uhr über die Zeit. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Red Pokétendo. Ciao!